Hallo, liebe Leute, das ist der zweite Teil vom Beispiel 309. Ich zeige euch jetzt, wie man das rechnerisch überprüfen kann. Als erstes die Extremstellen. Die Nullstellen haben wir ja schon mit GeoGebra ausgerechnet. Eine Nullstelle ist es dann, wenn die erste Ableitung 0 ist. Das heißt, ich bilde von der Ursprungsfunktion des Beispiels 309 die erste Abbildung. Ja? Das ist dann diese Funktion, 3x² minus 12x plus 9. Und die setze ich 0. Da habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das mit der kleinen Lösungsformel. Dann kommen die zwei Stellen raus. Stimmt ja auch, weil bei 1 und bei 3 ist auch wirklich das, sind das die Extremstellen. Jetzt fehlt mir aber noch der y-Wert, also ich muss mir ja den Funktionswert ausrechnen. Und dazu, wenn ich nicht weiß, was der y-Wert von 1 ist, ich meine, bei der Zeichnung kann ich es ablesen, dass 2 rauskommt, muss ich es in die Funktion einsetzen. Da kommt auch tatsächlich 2 raus. Und wenn ich 3 einsetze, kommt auch tatsächlich minus 2 raus. Das heißt, der eine Extrempunkt ist bei 1, 2. Der andere bei 3 minus 2. Ich zeige euch jetzt, wie das mit GeoGebra geht, die zweite Variante. Da man ja die erste Ableitung 0 setzen muss, schreibe ich die Funktion nochmals ab, und zwar ins CAS-Fenster, weil ableiten kann ich ja nur im CAS-Fenster. Dann drücke ich auf Enter. Dann definiert mir das GeoGebra die Funktion nochmal als a von x, ist halt so, ja. Jetzt klicke ich auf den Ableitungsbutton F'. Aha. Und jetzt habe ich hier diese Funktion bekommen. Diese 3x² tippe ich jetzt nochmal ein als h von x. H von x. Ist ein bisschen schwierig mit einer Hand und dem Handy. Ist gleich. Ich tippe das jetzt mal kurz ein und lege euch weg, ja? Weil sonst wird das nichts. Jetzt seht ihr schwarz, das macht nichts. H von x, da machen wir gleich wieder ein Doppelpunkt, ist gleich, weil wir im CAS-Fenster sind. 3 mal x hoch 2, der Malpunkt ist übrigens das Sterndal, ja, minus 12x plus 9. Jetzt drücke ich wieder auf Enter. Und jetzt, wenn ich das eingetippt habe, zeichnet mir das GeoGebra auch gleich die erste Ableitungsfunktion. Und jetzt brauche ich die nur mehr lösen. Und das kann ich machen, indem ich hier oben auf ist gleich oder auf ein gerundetes Zeichen klicke. Ich nehme meistens das gerundete, weil da kommen die Dezimalzahlen raus. Flip. Und schon kommen die zwei Extremstellen raus. So, und wie kann ich jetzt noch die y-Werte berechnen? Da gehe ich wieder zur ursprünglichen Funktion zurück, wie gerade gezeigt, am Papier. Und tippe dann hier ein f von... Eieiei, mit einer Hand, es tut mir leid. F von 1 und siehe da, da kommt tatsächlich der Funktionswert 2 raus. Ist eh logisch, weil da oben ist der Hochpunkt, ne? Und da ist der Tiefpunkt. Wenn man da jetzt eingeben würde, F von 3, würde hier rauskommen minus 2. Soweit mal zur Erklärung, wie man Extrempunkte ausrechnet. Im nächsten Video zeige ich euch dann noch was zu dem Beispiel, ja? Bye, bye!